Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der LernsTV natürlich mal wieder und unser SK Sturm trifft am kommenden Samstag zu Hause in Garz-Liebenau um 17 Uhr mal wieder auf den SV Mattersburg in der 8. Runde der österreichischen Bundesliga. Und ja, die Mattersburger sind ja eigentlich so von Haus aus immer so ein bisschen ein unangenehmer Gegner für unsere Blackies, aber in einer besseren Form oder in einer schlechteren Form kann man die Mattersburger wohl kaum erwischen wie in der jetzigen. In der Tabelle, klar, unsere Blackies jetzt auch noch nicht das Maß aller Dinge, eher so im oberen Mittelfeld, Mattersburg aber ganz tief unten auf Platz 11, also vorletzter, Punkte gleich mit Schlusslicht Altach, gegen die man auch den einzigen Saisonsieg bislang einfahren konnte. Und ja, die Burgenländer haben auch keine so berauschende Bilanz in der letzten Saison gegen unsere Schwarz-Weißen gehabt. 4 Spiele, 3 Siege für unsere Blackies, ein 3:2-Sieg in Mattersburg, ein 3:2-Sieg in Graz, ein unrühmliches 0:1 beim Vogeldebüt in Mattersburg im Frühjahr und dann ein souveräner 3:0-Heimsieg am Saisonende schon eher. Also man hat sich gegen die Burgenländer gar nicht mal so schlecht angestellt, war ja in den letzten Jahren nicht immer so der Fall. Und ich hoffe natürlich, dass diese Serie ausgebaut werden kann. Ich habe sowieso so das Gefühl, bei Mattersburg ist es jedes Jahr das Gleiche. Sie tun sich im Herbst relativ schwer, sind in akuter Abstiegsnot und dann im Frühjahr geben sie wirklich Gas und ja, schaffen noch sehr souveräne Klassenerhalt. Mal schauen, ob es diesmal auch so wird. Die Punkte sollen auf jeden Fall lieber in Graz bleiben, wenn es natürlich nach mir geht. Kommen wir mal zur Aufstellung, zur möglichen Aufstellung unserer Blackies. Da würde ich mal sagen, Siemhandl im Tor, keine Überraschung. Avlonitis, Marisic, Spendlofer, die drei obligatorischen Innenverteidiger in der Fünferkette sind wohl auch gesetzt, rechts Koch, Form, ja, Tendenz vielleicht leicht steigend, links wahrscheinlich Schrammel, würde ich mal davon ausgehen. Hierländer, ja, fällt jetzt auch noch immer aus gegen Mattersburg, wie es ausschaut, zum eben langzeitverletzten Janscher, der aber auf der Position sowieso kein Thema ist. Auf jeden Fall wird es wohl wieder Schrammel werden. Ferreira ist wohl ein bisschen zu viel Wundertüte, würde ich sagen, im zentralen Mittelfeld. Da ist eigentlich nur die Frage Lackner oder Lovric, weil Schulke-Teilspiele sind wohl beide definitiv gesetzt. Ja, Lackner, bisschen Selbstvertrauen gegen seinen Ex-Club letzte Woche getankt. Lovric, ja, einfach wohl das spielerisch höhere Potenzial beim Heimspiel. Ich würde wohl eher ja auf Lovric zugreifen, aber beide haben ihre Stärken und Schwächen. Also mal abwarten, was Heiko Vogel da ja vorhat. Im Angriff, also im Sturm, da wird wohl Grozurek wieder vorne gesetzt sein. Neben ihm gibt es dann wieder ein paar Fragezeichen. Da wäre Markus Pink gegen seinen Ex-Club, der kam ja erst im Sommer aus Mattersburg, ein heißer Kandidat. Ansonsten vielleicht wieder Philipp Husbeck, gegen die Admira wohl auch, finde ich jedenfalls, ganz brav gespielt. Esse wohl für die Startelf noch kein Thema, da passt anscheinend der Fitnesszustand immer noch nicht. Oder vielleicht doch den quirligen Hosiner gegen die ja eher großgewachsenen Defensivleute der Mattersburger. Also man hat viele Optionen. Qualitativ dürften wir gegen die Mattersburger eigentlich keine Probleme haben, aber das ist auf dem Papier vom System vielleicht noch ganz interessant, sind die Mattersburger unserem ganz ähnlich. Die haben zuletzt gegen die LASK auch mit Fünferkette gespielt, auch eben ja mit einem 5-3-2-System. Allerdings, was auch ganz lustig ist, im Angriff tun sie sich ähnlich schwer wie wir, also nicht mit dem Tore schießen selber nur, sondern einfach so wirklich diesen Stammstürmer zu finden. Die Mattersburger zuletzt eben mit René Renner und mit Andreas Gruber, auch ein Ex-Blackie an der Stelle, für die, die nicht kennen, der Finger, eben in der Startelf gewesen. Sie haben aber mit Pusic eben jetzt einen Neuzugang präsentiert. 30-jähriger Austro-Kroate oder kroatischer Österreicher, auf jeden Fall lange im Ausland unterwegs gewesen, in Dänemark vor allem. Und naja, damit haben sie auf jeden Fall Qualität wohl dazu bekommen. Hat auch gegen den LASK einen Elfer reingemacht. Und ja, möglicherweise ist er gegen uns schon in der Startelf. Mal schauen, auf jeden Fall. Muss unsere Abwehr defensiv klar an sich arbeiten. Wieder 2 Tore gegen die Admira, unnötigerweise. Und hoffentlich ja, klappt es vielleicht mit dem zu Null auch mal. Aber natürlich, das Wichtigste ist der Dreier. Der ist auf jeden Fall machbar. Und unsere Blackies müssen natürlich auch ihre kleine, hoffentlich Erfolgsserie, kann man noch gar nicht sagen, aber ihren kleinen positiven Lauf weiterhin steigern und kontinuierlich ausbauen. Und dann ja, werden wir uns bald in höheren Sphären in der Bundesliga-Tabelle wohl finden. Von dem her war es das dann auch schon fast wieder von mir. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr sagt gegen Mattersburg. Was wird es werden? Tun wir uns schwer? Schießen wir die Burgenländer weg? Ich bin gespannt auf eure Meinungen. Und von dem her, ja, war es das jetzt auch wirklich schon von mir. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei The Lens TV. In diesem Sinne, euer Elias. Auf die Schwarzen Gämmerburschen! Und B
Bis dann. Ciao, ciao.